So, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir stehen hier in Unterwasser. Das ist auf der südlichen Seite des Sentis, also in der Schweiz. Und uns hat eine Bannenserie erreicht, nicht existenziell, aber doch unangenehm. Und über die wollen wir euch eigentlich berichten. Jetzt sind wir hier an der Hauptstraße und da setzen wir uns dann ins Fahrzeug. Ja, genau. Und da können wir euch dann erzählen, was uns in der letzten Zeit so widerfahren ist. Genau. Nichts Existenzielles, aber Unangenehmes. Ja, ärgerlich, unangenehm, wie man sagen will. Häufung. Ja. Also kommt mit rein dann. Aber wisst ihr was? Wir sind ja hier auf dem Land und es gibt jetzt halt kein Riechvideo, aber es duftet nach Land. Wunderbar. Stadt nach Stall. Wunderbar. Doch, das ist richtig schön. Also, dann kommt mal mit rein. Genau. So, da sind wir online. Also, man hatte ja immer seine Befürchtungen und wir hatten einen Auftrag in Österreich, in Bregenz, Dornbirn. Und mit der Go-Box, das hat nicht so geklappt. War mir gelingen, okay. Ja. Und er war zu spät dran. Ja, auf jeden Fall, man dachte, über Landstraßen kann ich ja nach Österreich reinfahren. Und meine große Sorge war, ich fahre versehentlich auf die Autobahn und muss dann da eine Strafe zahlen. Das ist nicht passiert. Gott sei Dank, schon mal was Positives. Ja, aber das ist so zumindest das Einzige, was uns nicht widerfahren ist. Also das Ganze ging los. Wir haben uns ja einen Gastank einbauen lassen. Und wir haben eine alte Heizung. Und wir sind dann losgefahren zum Übernachtungsplatz. Da war es nur ein bisschen frischer, als es jetzt im Moment ist. Ja, also da hat es unter 10 Grad gehabt. Wir stehen am nächsten Früh auf. Ich denke mir schon, das ist ziemlich kalt im Auto. Ja. Jetzt war nach dem Einbau der Gasanlage die alte Heizung ausgefallen. Das heißt, keine Dusche, kein Warmwasser, kaltes Frühstück, ja, und danach den ganzen Tag Arbeit, also unangenehm. Ja. Ja. Wir haben uns dann notdürftig ein bisschen mit kaltem Wasser abgewaschen, aber das ist doch ein Unterschied, ob man dann den ganzen Tag beschäftigt ist und seine morgendliche Dusche nicht gehabt hat. Aber okay, das haben wir ja ganz gut überstanden. Wir hatten dann noch einen Tag in Bregenz und sind dann zurückgefahren nach Bodmann-Zipplingen. Wir blenden das dann oben mal ein. Wo ist das jetzt wieder? Da oben? Ja? Ja, ja, ja. Ich glaube. Nein, ist da ja oben. Da. Nein, ist doch wahr, ist ja egal. Also, wir blenden das ein. Und da haben wir dann den Film gedreht. Und wie wir auf dem Weg dahin gefahren sind, hat unser Navi schon immer Mangel gehabt. Also immer wieder eingeschaltet, ausgeschaltet oder besser gesagt ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Ja. Wisst ihr, wie das nervig ist, wenn sich das Navi dauernd verabschiedet? Ja, wir sind dann so genervt, wie wir es komplett abgeschaltet haben. Und haben dann unseren Film gedreht. Das hat ja alles soweit ganz gut geklappt. Und dann schneiden wir den Film und während wir den Film schneiden und uns unterhalten und ich natürlich meine Augen bei der Ossi habe, statt auf meiner Wasserflasche, die ich in der Hand gehalten habe, stelle ich die Wasserflasche zur Hälfte aufs Glas. Die fällt um und natürlich auf den Laptop. Ja. Viertel Liter Wasser auf den Laptop. Ja. Volle Pulle über die Tastatur. Sofort Stecker gezogen, sofort in die Sonne gelegt, alles richtig gemacht. Nur wahrscheinlich ein bisschen zu früh wieder reingeholt und eingeschaltet. Vermute ich. Wir haben es dann bei Bekannten noch öffnen lassen, ja, weil ich bin ja dazu nicht in der Lage, haben ihn dann noch komplett trocken gelegt und eigentlich haben wir gedacht, der ist gerettet. Wir haben dann auch den Film fertig geschnitten. Ja, dann das hat ja noch funktioniert. Wir haben auch das Ganze noch hochgeladen. Ja. Wir haben noch ganz normal mit unserem Laptop weitergearbeitet. Wir haben schon gedacht, der funktioniert wieder einwandfrei. Wir hatten gedacht, wir haben noch mal Glück gehabt. Aber und am nächsten Tag lässt er sich nicht mehr einschalten. Ja. Also, dann sind wir gleich zu einem Fachmann gegangen und der hat uns gesagt, also da könnt ihr vergessen. Er hat ihn dann aufgemacht und hat man gesehen, der Akku ist richtig aufgebläht. Der war richtig wellig, der Akku. Ja, sodass sogar Brandgefahr bestanden hat. Mhm. Also, Laptop zerstört. Aber wir hatten noch mal Glück, weil es gab keinen Brand.
Ja, da haben wir Glück haben und so. So, also das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen, denn das war kein 250-Euro Laptop. Ja, denn zum Filme schneiden braucht man schon ein bisschen ein hochwertigeres Gerät. Und der war eigentlich noch in Ordnung, der war erst 2,5 Jahre alt. Aber okay, das kann man auch noch verschmerzen. Ja, das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Dann kaufen wir uns einen neuen. Neuen Laptop. Backen den aus. Und was passiert? Der Akku fällt uns aus der Hand, das heißt mir respektive, ja, und hat dann diese Mange im Tischflur verursacht. Merkt ihr was? Also solche Sachen wie Gläser über Laptops schmeißen, Akkus runterschmeißen, sowas passiert eigentlich in der Regel nur unserem Helle. Wenn es der Ursi nicht passiert ist. Uh-oh. So, dann kommt das Nächste. Aber wir sind ja trotzdem guter Dinge. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Ist ja nichts Dramatisches. Dann haben wir gesagt, so, wir fahren jetzt zum Sendis. Wir haben Ermäßigungskarten gehabt für die Sendis-Seilbahn. Und dann haben wir gesagt, dann fahren wir jetzt den Sendis hoch, fahren noch nach St. Gallen und machen euch ein schönes Video. Haben wir auch gemacht. Sehen könnt ihr es trotzdem nicht. Weil unsere Kamera verstellt war. Das haben wir erst gestern Abend gemerkt, wie wir dann den Film drehen wollen. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Unsere Requisiten, die wir noch da haben, tun wir herzeigen. Wir wollten euch nämlich ein wichtiges Schweiz-Video drehen. Ja. Und deswegen haben wir eingekauft. Ja. Erstmal Käse natürlich aus der Schweiz. Und dann haben wir eingekauft. Zeig's mal, Ursi. Einen Moment. Rösti. Und wir haben uns sogar einen Schweizer Roséwein gekauft. Aus dem Wallis ist der. Und das wollten wir euch alles präsentieren, wie man in der Schweiz lebt. Denn wir haben Rösti mit gemischtem bunten Salat gemacht. Ja, und das haben wir auch gegessen. Es hat auch sehr gut geschmeckt. Kann man euch sagen, war lecker. Aber wir wollten es natürlich mit euch zusammen essen zum Verabschieden des Films. Und dann haben wir leider festgestellt, es war alles umsonst. Ja, hat nichts funktioniert. Ja, so. Jetzt stehen wir da wie die begossenen Pudel. Gott sei Dank haben wir unsere Schwerlastabgabe bezahlt. Und das wollte euch die Ursel auch noch zeigen. Ja, ihr wisst ja, wenn man in die Schweiz einreist, braucht man ja entweder eine Vignette. Wir in unserem Fall müssen eine Schwerlastabgabe bezahlen, da unser Gustl 4,5 Tonnen hat. Über 3,5 Tonnen ist ja, genau. Ja, oder über 3,5 Tonnen ist. Und da muss man sich am Zoll eine Schwerlastabgabe Beleg. So eine Zehnerkarte. Wir haben uns eine Zehnerkarte geholt. Das heißt, wir können 10 Tage in der Schweiz sein. Ja. Innerhalb von 12 Monaten mit der Karte. Ja, genau, das gilt 12 Monate lang und man muss nicht diese ganze 10 Tage am Stück sein, sondern das kann man ja auch stückeln. Und wir haben uns diese Abgabe für diese 10 Tage gekauft und die kostet 32,50 Franken. Das sind ungefähr so knapp 30 Euro, würde ich sagen, oder? Ja. Und jetzt stehen wir im Moment noch illegal da, weil wir nur für einen Tag eingetragen haben. Man muss jeden Tag eintragen. Und jetzt müssen wir eben, da wir ja jetzt heute noch in der Schweiz sind und morgen werden wir auch in der Schweiz sein, also trage ich jetzt einfach hier noch 2 Tage ein. Heute haben wir Sonntag, also trage ich hier ein. Sonntag, das Datum ist heute 9.6.19. So, und morgen ist Montag und das trage ich dann auch gleich ein. Und schon sind wir legal wieder unterwegs. Genau. Wir brauchen keinen Strafzettel befürchten. Ja. So, und jetzt fahren wir nach Zürich. Wir schauen, was wir von unserem alten Film retten können. Ja, genau. Denn wir haben ja mit 2 Kameras ja eigentlich gefilmt. Aber das funktioniert auch nicht immer so hundertprozentig mit der 2. Kamera. Vielleicht können wir ein paar Impressionen zeigen. Die hängen wir entweder hier hin oder wir machen noch einen neuen Film. Das sehen wir jetzt dann. Ja. Weil wir fahren nach Zürich. Wir hatten eigentlich auch ein Besichtigungsprogramm vor in Zürich. Aber ihr wisst ja, wir haben Verwandtschaft. Oder unser Sohn lebt mit seiner Familie in Zürich. Und da haben sich schon Oma und Opa Aufgaben angekündigt, sodass es unter Umständen gar nicht möglich ist, dass wir in die Stadt reinkommen. Also wir holen das auf jeden Fall nach. Ihr kriegt noch Zürich-Bilder von uns, aber vielleicht nicht sofort. Ja, eben. Ja, und jetzt machen wir mal
Jetzt fahren wir weiter. Jetzt fahren wir weiter. Wir genau. entsorgen jetzt und dann fahren wir weiter. Wir stehen hier am Stellplatz in Unterwasser. Ist soweit ganz okay, kann man auf Promobil nachschauen. Und wir haben uns extra auf den Stellplatz gestellt, weil wir eine End- und Versorgungsmöglichkeit brauchen. Ja. Denn in Zürich stehen wir jetzt frei. Ja, eben. Und da muss man schauen, dass man ja jetzt noch mit Leerräumen, Toilette dann und leeren Tanks, die leer sein sollen und vollen Tank, der voll sein soll, hinfahren. Ja, genau. Und das machen wir jetzt noch und dann geht's auf Richtung Zürich. Also, und je nachdem, wie es jetzt weitergeht, ein paar Impressionen hängen wir auf jeden Fall noch hinten dran. Ja, sofern wir welche haben. Viel Spaß damit. Ja, also bis dann. Ciao. Tschüss. Ja schon gesagt habe, sind wir jetzt hier im Appenzeller Land und wie ihr sehen könnt, so fängt es an mit der Käseproduktion. Thank you.
So, jetzt stehe ich einmal am Sindis und sehe Konstanz. Zwar etwas nebelig, aber man kann Konstanz gut erkennen. Okay, was ist?